Hallo und herzlich willkommen zu einer, sagen wir, weiteren Folge 7 Days to Die. Es hat ein größeres Update gegeben, es soll einiges besser worden sein, verändert worden sein. Ich habe mir gedacht, ich erstelle eine neue Karte. Okay, 7000, 7K-Karten, ich habe mir gedacht. Ein Sixer ist es, aber gut, macht nichts. Das sind meine Einstellungen, das ist der Seed, falls die Karte wer nachbauen möchte. Wir haben nur eine Ebene, also ich erwarte mir keine Hügel oder Berge. Ich sehe aber welche. Aber gut. Also Schnee, Kiefernwald, Wüste und Ödland habe ich Standard gelassen. Und generiert habe ich schon, ich würde mal sagen, ein neues Spiel. So heißt es. Nicht gelistet, würde ich sagen. Ein Spieler. Den Rest lassen wir Standard. Auch hier. Da hätte ich gern jeden Tag. Aber den Rest Standard. Auch hier würde ich sagen, dass ich zumindest auf 150 weiß und naja, gut, andererseits, na lassen wir das. Wenigstens. Genau, denn das ist neu. Der Todesmalus. Was soll passieren, wenn du stirbst? XP-Verlust? Standard? Verletzt? Oder tot? Also wenn ich den wählen würde, dann würde das Video vielleicht 10 Minuten dauern und das war's. Na. Nichts interessiert mich gar nicht. Genau. Fallen lassen bei Tod. Ich überlege. Ja, natürlich. Man soll wenigstens. Das ist meine Strafe. Aber da sagen wir nur Rucksack. Das ist meine Strafe. So. Ich würde da nur ein, zwei Videos machen. Ich will mir nur die Neuerungen ein bisschen ansehen. Die Collider sind ein bisschen geändert worden. Das heißt, die Interaktionen mit den Objekten sollte jetzt besser funktionieren, speziell was Türen, Türstöcke angeht. Kreativmodus brauchen wir nicht. Und unser Gebäude oder was wir uns eben claimen, sollte nicht zerbröckeln. Gut. Ich würde sagen, Spiel starten und lassen wir uns überraschen. Und weg ist die Musik. Heute noch. Mach hinne. Computer sagt, ich arbeite. Okay. Dann können wir ganz kurz, kann ich ja nachsehen. OBS sieht gut aus. Oh, und wir sind auch schon da. Ja. OBS sieht gut aus, ich hoffe die Lautstärke passt. Ich denke schon, denn ich habe an der Lautstärke selbst noch nie was verändert. Doch einmal oder doch zweimal, ja. Na, aber sonst habe ich immer die Lautstärke zwischen 20 und 25 Dezibel in OBS. So. Das Ödland, bla bla, ja, es ist schön öd im Land.
Das Einmaleins des Überlebens. Hallo? Sind wir nicht alleine? Nein. Wir sind nicht alleine. Die wollen unseren Leader. Und das jetzt schon. So, das können wir getrost zerlegen. Das würde ich eher daher setzen. Rauf damit. Und den Verband. Ja, ich glaube, es war immer schon einer. Was sagt da? Pflanzenfasern natürlich sammeln. Also ich muss sagen, endlich wieder mal 7 Days to Die. Das ist ein Spiel, das ist mir eh schon ein bisschen abgegangen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie weit schon möglich. Ich würde gerne eine Mod spielen. Das ist jetzt die Vanilla, das heißt, ich habe keine einzige Mod installiert. Keine HP-Bar-Mod oder sonstiges. Wie ihr seht, auch der Rucksack ist alles Standard. Und das würde ich gerne jetzt auch so fortführen. In Loot-Hätten-Detten, Hustinetten hätten wir noch anpassen können. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das passen wird. So, ich bleibe gleich da mal stehen. Denn wir bekommen jetzt unsere erste Steinaxt. Yes. So, wenn ich es finde, dann... So, beim Knien ist man etwas leiser. Es macht man nur noch 64 Lärm. Also es ist eher ein Richtwert in der 16er Version, glaube ich. War das wirklich der Wert, wo du weißt, wenn du auf 0 bist? Ich bin nackig, warum mache ich Lärm? Okay, aber wenn das auf 0 ist, dann sieht dich keiner. Das haben sie ja leider verändert. Darum, es gibt ja auch das magische Gespür. Das heißt, wenn du indessen, also ab einem gewissen Abstand zwischen dir und dem Zombie, wenn der erreicht wurde, dann wittert er dich. So, das reicht. Den hätte ich gern. Und dort haben wir noch ein Nest und noch ein Nest. Und die Einstellungen hätte ich noch ganz kurz durchgenommen. Es läuft sehr gut, aber ich möchte wissen, was ist da eingestellt? Da. Allgemein. Okay, das passt meiner Meinung nach. Video. Auf Ultra. Es ist auf Ultra, bis auf den Schatten. Blödsinn, oder? So, Ultra hoch. Ja, natürlich wurde es auf Ultra. Das hätte ich gerne normal und das anwenden. Die Oberfläche finde ich okay. Und irgendwas am Mesh wurde verändert. Das ist dazu da, wenn jemand jetzt speziell, so wie wir wahrscheinlich, ein Haus einnehmen, also claimen und das dann umbauen. Wenn jetzt im Netzwerk, also wenn du im Netzwerk spielst und du hast eine eigene Karte oder bist auf einem Server, es ist egal, und jemand baut eine Hütte um und macht dann seine Base daraus und verändert die, dann sieht man von der Weite, wenn man von der, also zum Beispiel mit dem Copy oder mit irgendeinem Fahrzeug, dann sieht man zuerst die alten Strukturen aus der Ferne. Und desto näher das man kommt, kommen die neuen Strukturen zu Vorschein. Und das Meshing verhindert das. Es sollte, soweit ich weiß und informiert bin, sollte das so funktionieren,
alles, was du auf dieser Karte schon gesehen hast oder diesen Ort, den du besucht hast in deinem Radius, das merkt sich dann dein Spiel. Darum kann man ja auch Max-Meshing-Verarbeitungen, also es sind sechs, also ob das jetzt Proclaim ist, weiß ich nicht. Ne? Also man kann es gar nicht deaktivieren. Meshing-Distanz, das heißt 2000 Blöcke rund um deinem Charakter werden da verarbeitet. Die Qualität, ja, ich möchte Qualität haben. Ich möchte haben, dass ich das richtige Gebäude, das wirklich da steht, auch von der Ferne sehe. Ich möchte nicht haben, dass sich die Umgebung ändert. Plötzlich. Ne? Und auch für die Grafikkarte meiner Meinung nach gar nicht so gut. Der, was eh schon, weiß ich nicht, Performance-Schwierigkeiten hat, ja, also mit den FPS zu kämpfen hat, ja. Denke ich, ist das eine gute Lösung, denn das wird einmal reingeladen, ja, und sollte im Speicher verweilen. Die Karte, also meiner Meinung und nach meinem Gefühl, auf meinem PC läuft das butterweich. Man muss ihm die Orte schon besucht haben. Ne? Also am besten ist mal mit dem Fahrzeug oder mit dem Flieger oder mit dem im Atmenmenü mal die Karte abzufliegen, würde ich jedem empfehlen. Ne? Aber gut, darum auch diese Einstellungen in der Qualität. Ne? Ich könnte, um die Grafikkarte zu entlasten, die Kantenglättung auf temporal setzen. Ne? Dann macht man nur das scharf, was auch scharf sein sollte. Ne? Ist auch eigentlich kein Problem, aber ich habe eben gemerkt, wenn das Spiel zu kämpfen hat, ob das jetzt an der Hardware liegt oder im Code, weiß ich nicht. Ist ja egal. Aber ich denke mir, ich habe schon sehr vielen Streamern, guten Streamern und zugesehen, auch die haben einen Rechner so zwischen 5.000 und 15.000 Euro stehen. Das ist kein Witz. Sie haben wirklich ein Top-Setup. Und sogar da ruckelt es teilweise. Also es liegt am Programmcode. Und wenn ich das aber auch hier sage hoch, es soll es gleich hoch oder mittel sein, nehmt euch eine Einstellung, damit es bei euch gut läuft. Texturqualität auf ganz, ich habe 12 GB an der Grafikkarte, also VRAM oder wie man das sagt, ne? Texturfilter würde ich sogar auf Ultra Plus gerne setzen. Schattendistanz mache ich dafür auf Mittel. Den Schatten brauche ich wirklich nicht auf der ganzen Karte. Das kann wirklich reicht, wenn in meiner Umgebung, und zwar so weit ausgeweitet, dass ich nicht sehe, wie sich das Bild aufbaut. Das möchte ich nicht. An den Partikeln und an der Detaillierungsdistanz kann man noch ein bisschen feilen, dass das Spiel trotzdem knackig aussieht, aber trotzdem besser läuft. Aber ich denke, lassen wir das mal. Das Audio. Musiklautstärke im Spiel ist okay. Wo ist die Musiklautstärke im... Okay, na gut. Für die Murmelfunktion, positionelles Audio. Also ja, dann höre ich, wenn einer vor mir läuft, höre ich den vorne und wenn er hinter mir läuft, höre ich ihn hinten. Ist praktisch, ja, wenn ich einen PvP-Fight mache, kann ich mir gut vorstellen. Empfehle ich aber 3D-Kopfhörer und zwar echte. So, okay, na, ich würde sagen, das passt. Die Steuerung hätte, ja, sind meine Einstellungen passt. Zurück. So, und weiter geht's. So, jetzt eine kleine Einführung, aber ich glaube, das ist gar nicht notwendig war. Was war das? Wir haben noch keine Waffe. Die Hose, okay. Das wird immer weniger, dass man machen muss für Kleidung.
So, ja, bitte. Fertige. Passt, sitzt, hat Luft. So. Wobei, das ist ja egal. Die Pfeile haben wir. Er meint einen Baublock. Machen wir die? So. Und wir axten uns einen Baum. Also das Spiel, ich habe momentan 113 FPS. Ich kann es hier auch zeigen. Momentan läuft es gut, aber gut, wir sind auch nicht in der Stadt. Und wir sind, also es sind keine Zombies momentan am Start. Also ich bin mir sicher, es fällt runter auf 60. Das ist mal die Eigenschaft von dem Spiel. Aber es läuft flüssig, also ansonsten kann man ja noch ein bisschen feilen. Denn es sieht auch gut auf hoch aus. Aber lassen wir es einmal. Ich will da jetzt nicht im Menü herumeiern. Ich möchte noch 50. Sammle ich, wenn ich es benötige. Haben wir da Minen? Na, da gehe ich nicht rein. Nee. Also sorry, aber da bekommen wir genau das, was wir jetzt nicht brauchen. Okay, was müssen wir noch machen? Baublock, ja logisch, das Standard-Setup natürlich. Machen wir das. Da ist, glaube ich, angenehmer. So, das nächste ist das Lagerfeuer. Weiter. Ich werde es einfach cutten, indem dass ich die Pause-Taste drücke. Also Pause für OBS-Aufnahme. Finde den Händler. Machen wir glatt. Eine. Wow. Das sind aber schon viele. Nicht schlecht. Holz. Brauchen wir. Brauchen wir. Gutes. Es gehört auch dazu. Und vielleicht die Chance auf Honig. So ein Lappen wie ich. Ich vergifte mich ja sofort. Omas Handtasche. Ah, das war... Hey, die Hügel... Die sind angenehm, würde ich sagen. Also mit dem Fahrzeug kann man da dann schön herumehren. Ja, ich glaube, das wird super. Einen Baum noch. Ich musste einmal meine Ausdauer wieder auffüllen. So, wir werden dann gleich sehen, wie sie sich in der Stadt verhält. Wie viel Holz? Okay, das reicht einmal fürs Erste. Ich denke mal, sobald wir zu looten beginnen, bekommen wir Holz, Steine, Stumpf. Den möchte ich gerne. Also, es fühlt sich sehr flüssig an.
Vielleicht sollte, ich lasse das dabei einmal. Die Bewegungsschärfe ist nur auf halb. Die ganze gefällt mir nicht, aber die halbe ist doch angenehm irgendwie in der Steuerung. Nicht bei jedem Spiel ist wirklich unterschiedlich, zumindest für mich. Es sinkt schon, ja. Ah, Zombie! Elfriede! Es sind Punkte. Und ich hoffe, der Zombie ist nicht. Warum macht das Seven Days to Die nicht und geht her und macht da optional ein Target Overlay rein oder nicht? Warum überlässt man das den Moddern? Ist ja im Spiel ja sowieso schon integriert. Aber gut, andererseits ist der Kitzel dann dafür etwas höher, wenn ich nicht weiß, wann ist der down und in Vanilla. Ja, ich glaube 1000 oder 1200, 1400, ich bin mir jetzt nicht sicher. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin, liege. Ist das höchste. Das andere sind ja nur Custom-Zombies in einer Mod. Oh. Oh. Super, da fliegt alles. So, wir kommen in ein Dorf. Also seht ihr, jetzt haben wir folgendermaßen, ich denke, das liegt am Schatten, dass ich jetzt diese Textur sehe. Sieht eigentlich anders aus. Ich gehe jetzt mal her und ändere den Schatten und mal sehen, ob ich da richtig liege. Nee. Okay, trotzdem 100 FPS. Aber das liegt daran, weil da gar keine Stadt ist. Was ist denn das hier? Ein Topfen, sagen mal. Oh, Kragen, danke. Und ein Buch. Fahrzeugfertigung. Das mal herrichten. Weg. Weg. Okay. Das wollte ich. Weil, wenn es dann eng wird, dann, ja, dann stehe ich wieder da ohne Teil. Da könnten wir uns dann doch mal. Anfreunden. Ja, läuft super, aber das ist jetzt nur, weil ich ganz ruhig bin, weil wir noch keinen Stress haben. Wartet, wenn der Stress kommt. So. Der nächste, ich hoffe, der Ton ist. Na, das liegt jetzt nur daran. Weil ich da. Mal Knochenmesser wäre ja eine. Wäre was Feines. Hallo, Leute, ich knüpple ja nur. Ich sage ja nichts, wenn ich eine Waffe hätte und sie würden die Schüsse hören. Oder riechen mich die schon? Stink ich? Na, wahrscheinlich. Aua, sorry, also das wollte ich jetzt wirklich nicht. Der ist der Kopf weggeflogen. Na, schau. Na, schau, 24 Steine.
Darüber möchte ich. Aber gehen wir zuerst rein. Wir können uns ja einen Auftrag holen und hoffentlich eine Stadt finden. Also das... Na, gehen wir jetzt rein. Sorry, aber wenn du schon so da stehst... Knochenmesser fertigen. Das hätte ich sogar so gerne. Das Knochenmesser ist Hammer. Na, ich glaube, diese Türe kann man... Ja, die kann man doppelklicken, sage ich mal. Das heißt, die E-Taste ganz schnell zweimal hintereinander gedrückt. Dann geht die Tür auf, man kann rein und sie geht aber sofort wieder zu. So, das wird ja fast heute ein Tutorial-Video. Also ich sage mal so, Tipps und Tricks, die was mir halt so gerade einfallen oder mir über den Weg laufen. Ah ja, und einen Server habe ich am Laufen. Jeder, der was da spielen möchte, ist herzlich eingeladen. Das Passwort habe ich weggegeben. Ich denke mal, es soll doch jeder spielen können, der was möchte. Und der, was einfach nicht in die Gruppe passt, wird gebannt und fertig. Oder es sei denn, ja, nein, also der, was halt die anderen, wie soll ich sagen, ärgert. Oh, Forge Ahead, Herste. Da wird dann einfach am Server abgestimmt. Fertig. Servername ist Max Gaming. Braucht nur noch Max suchen, findet ihr ihn sofort. Frankfurt ist der Standort. Und ist ein PvE-Server, und zwar wirklich ein PvE-Server. Bei mir bleiben die Sachen da, wo der User sie platziert hat und da, wo er es möchte. Also es gibt letztendlich keine Vorschriften, sondern einfach nur Hirn einschalten und ein gutes Herz haben und fertig. Oh. Jawohl. Können wir eh schon fast nicht mehr laufen. Ma, du bist ja vielleicht gierig. So. Hallöle. Wer ist da? Ah, er. Oh, ich höre die Zombies. Ich höre die Zombies. Moment, das war doch gerade, oder? Also das war. Konnten man die nicht los? Ah, ich glaube, das war in einer Mod. Oder? So, die Helmlicht-Mod, bitte. Das wäre sehr nice. What do you need? Das geht auch, das auch. Ja, das ist immer neu, oder? Also den kann man, glaube ich, nach wie vor nicht looten. Nee, da ist wirklich kein Platz. Oh! Okay. Sekunde. Du hast Zombies vor der Tür, weißt du das? Aus Stahl, er soll sie haben.
brauche ich momentan nicht. Normal verkaufe ich es nicht. Jetzt schon. Das Mager eh nicht. Mir geht es jetzt primär um den Platz. Okay, das hat nichts gebracht. Und wieso wieder nie? Egal. Egal. Sortieren, wir sind trotzdem zu schwer. Wir müssen uns sofort, würde ich sagen, entweder gleich eine Aufgabe mitnehmen, aber ich sehe, das ist gar nicht so weit weg. Ich meine, schon, aber zum Glück, ich habe schon Maps gehabt, da bin ich für die erste Mission, glaube ich, 1 Kilometer und keine Ahnung, 500 bis 800 Meter schon gelaufen. Jawohl, wir können unsere Teile austauschen und ich klopfe auf Holz. Ich hatte bisher immer das Glück, dass immer genug Teile im Loot waren. Aua. Und ja, mein Glück verlässt mich nicht. Weg damit. Hinein, nochmal den Händler aufgesucht und die Kiste. Ich kenne mich ja, ich vergesse ja wieder sonst. So, und die Sehne hätte ich gerne in meinen Bogen. Den Pinsel, den kann er haben. So, behalten wir ihn schon. 40 bekommen wir Geld, ist glaube ich wichtiger als wie der Pinsel. Nebenbei, wenn wir so weit sind, dass wir einen Pinsel brauchen, um unsere Base zu verschönern, dann können wir ihn schon selbst machen. So, okay, da geht auch nicht alles weg. Das ist ja vielleicht ein... Na, okay. Egal, egal. Da kannst auch nichts... Okay, mag er nicht. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Okay, wir müssen uns wirklich einen Platz suchen. Those damn things are selling like hotcakes. Wir müssen uns einen Platz suchen. Die möchte ich benutzen, falls ich ja gar nicht mehr gehen kann. Das passiert bei mir ja relativ oft. So, da ist nichts mehr. Und hinarbeiten auf die Helmlichtmod. Die hätte ich gerne. Für mich und für euch natürlich, speziell auch für euch. Weil ihr ja... Okay, ich hab's ja... Ich habe ja das Video, wird bei mir ja live aufgehellt für euch. Und... Aber YouTube dunkelt ja wieder ab. Und ja, das muss man dann selber ansehen, wie dunkel das es wird. So, er sollte eigentlich verbluten. Ja? Darum gefällt mir das Messer. Es verursacht Blutung. Ich stehe irgendwo an. Was? Ich bin da angestanden? Aber gehen wir in die Richtung. Vielleicht haben wir ja das Glück. Finden ein Zuhause. Und wenn nicht, dann bauen wir uns ein eigenes Heim.
Blödsinn, da runter, da, beim Händler, da wollte ich ja, aber schau mal jetzt hoch wenigstens. Da oben erhoffe ich mir jetzt eine Aussicht. Sonst machen wir das mit den Frames und framen uns hoch, um eine Übersicht der Karte zu bekommen. Zumindest in unserer Umgebung. Okay, seht ihr, obwohl ich flat angegeben habe, wurde es nicht flach. Aber wahrscheinlich muss man dann den Balken komplett füllen, auch wenn er schon auf 100% ist. Da ist er tot. Ja, er schnauft schon. Ein paar Stockwerke da erst. Na, 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 na. So, heute wohnen wir im Penthouse. Okay, dort ist die Stadt. Bitte, wer lässt sich denn sowas einfallen? Die Funbeams, ja, ist schon klar, aber... Sitzt da jetzt einer da und sagt, haha, jetzt mache ich einen... jetzt mache ich den Trader außerhalb der Stadt. So, dort haben wir... Okay, es ist aber nicht... alles so weit entfernt, und wenn wir uns noch ein bisschen, okay, jetzt ist aus der Traum, dort haben wir die Wüste, im Westen ist es heiß. Na, schau sie, das ist super, also das ist super. Na, eigentlich soll es der Süden sein, aber ist egal, bei uns ist es jetzt der Westen, erstreckt sich Südwest, die Wüste, bis Nordwest. Alter Schwede. Dann den Schnee und das verbrannte Land. Können wir noch irgendwelche Sachen einstellen? Jetzt nur zur... ich glaube, das ist egal, oder? Es ist sonst nichts doch da, aber das sind nur Reflexionen. Würde ich sagen, aber die Sichtweite ändert sich da gar nicht. Okay, es macht nichts. Aber so kann man wenigstens hergehen und sich einen kleinen Überblick verschaffen. Und wenn da ein Händler ist, und ich bin mir sicher, da ist einer. Dort ist unser Villa. Oh ja, das ist auch eine Stadt. Da sind Bäume, also ich sehe da jetzt momentan gar nichts. Dort dürfte irgendwas sein und auch dort. Aber, puh. Alter Schwede, die Funbeams haben sich da echt Mühe gegeben. Also im Gegensatz zu früher. Und ich spreche hier jetzt nur von der Grafik. Nicht von dem, was das Spiel jetzt oder früher konnte und jetzt kann. Davon spreche ich gar nicht. Mist, wohin? Was hast du, wohin? Da hin müssen wir. Aber wir brauchen... Wir brauchen ein Zuhause. Ja, ich möchte nicht hergehen und dann jetzt überall Kisten platzieren. Ich bin so ein... Ich finde die Kisten dann nicht mehr. Müsste jede Kiste auf der Karte markieren. Okay, das geht. Das würde gehen. Also das wäre eine Option.
Aber nachdem wir ja da jetzt unser erstes Event haben, vielleicht gefällt uns ja die Hütte, dann nehmen wir die. Und Honig gibt's keinen. Dann nicht. Der geht schnell, dann mache ich keinen Cut. Seht ihr, fällt schon runter. Und nachdem ich ja aufnehmen auch du, mach mal das. Würde ich so. Na, Ultra. Hoch. Wobei. Das nicht auf Ultra sein muss. Wie gesagt. Weil die Spiel, seht ihr, deswegen auch knackig aussieht. Ultra würde sich auszahlen bei WQHD 4K oder dergleichen. Da würde es Sinn machen. Ich spiele in 1080p. Also da ziehe ich nicht ein. Ich dachte jetzt, es ist die schöne Landhütte. ...1080p und wenn ich jetzt nachsehe im Task Manager, Sekunde bitte. Wegen der Auslastung habe ich jetzt eine CPU-Auslastung von 34-33%, aber von meiner Grafikkarte doch 85-87%, also bis zu 90%. Durch die Aufnahme, schätze ich mal, ne? Moment, das läuft noch, das habe ich nicht geschlossen jetzt. Und nachdem ich aufnehme, möchte ich natürlich die Grafikkarte etwas schonen, damit die Aufnahme eben knackig aussieht. Knackig und nicht gackig. Blöde Frage, Doppellud oder nicht? Sicher, schau mal rein. Morgen. Hat's mich jetzt geschreckt. Aber ich denke, ich habe da jetzt noch Glück gehabt. Ich habe keine Vergiftung, oder? Sehen tue ich nicht. Unser Nächster ist wach geworden. Okay, ich glaube, die Family ist jetzt munter. Und wollen wir alle ans Leder? So, mal angestochen, die Gute. Oh, er ist schneller. Na, meine Herren und Damen, na, das sind jetzt nur Herren. Upsi. Jetzt kann ich dem auch noch nachlaufen, verstehst du? Mach die Hütte nicht kaputt. So, ist erledigt. Ich würde sagen, temporär wohnen wir da. Zumindest diese Nacht. Und warum? Ja, warum eigentlich? Weil wir da ein super Lager haben. Für die Sachen, die wir jetzt momentan nicht brauchen. Ich glaube, ich schaue lieber zuerst hoch, weil oben sind sicher auch Truhen und da können wir auch einlagern.
Aber gut, die NPCs nehmen ja nichts raus. Also von daher ist das egal. Da hätten wir auch Licht. Einen kaputten Generator. Was wollen wir mehr? Ein Zementmischer, der auch defekt ist. Aber dafür ein Forger-Headbuch. Das ist natürlich sehr gut. Und ich würde gerne darauf... Also wenn wir darauf kommen, kommen die anderen natürlich auch. Das ist wohl klar. Und wir haben es 1851. Ich würde sagen, ich vergewissere mich, dass jetzt da wirklich keiner da ist. Keiner da ist. Ich möchte nicht, dass sie hergehen und jetzt alles kaputt machen. Na, und genau das wollte ich vermeiden. Aua! Okay. Tante Lilly ist noch da. Gib her. Danke. Oh, okay. Schlagstahl, Ringe, Waffen können wir herstellen. Sehr gut. Von Fallen auch nicht schlecht. Ja, ja, ja. Okay, da ziehen wir ein. Aber zuerst aktivieren wir, bevor es 22 Uhr wird, die Quest. Die kann nicht lang dauern. Von Handfeuerwaffen und von Gewehren. Sehr gut. Da geht es ja nochmal hoch. Medizine. Okay, jetzt habe ich es nicht gelesen, aber ich kann ja nachsehen. Kann man mitnehmen? Möchte ich nicht. Ich möchte da hoch, bitte. Wo ist der Vogel? Ich weiß, ich könnte mir diese Pfeile machen, aber ich denke... dass ich die jetzt noch nicht benötige. So, runter. Also irgendwie gefällt mir das da. So, iss und trink. Hast dir verdient. Hallo, runter. Ah ja, dafür ist jetzt eh alles hergerichtet. Essig. Nix ist hergerichtet. Mal sehen, ob uns die stören. Aua! Den hatte ich jetzt gar nicht mehr am Schirm. Sollte uns was passieren, dann werden wir da wieder munter. Und ich würde sagen, hoch. Na! Oh Gott, naja, Blödheit gehört bestraft. Meine Blödheit, die meine ich. Ich lasse das jetzt drinnen, weil jetzt ist es schon egal. Was? Ausdauer, komm. Ich darf ja gar nicht so weit weg, ne?
Na, sag ich ja, geht ja schnell. Ja, Sand, hä? Wir haben ja eine Fackel, die ich umsetzen werde. Okay, ja, jetzt hat man auch gesehen, wie man seinen eigenen Loot beim Fenster hinauswerfen kann. Wie gesagt, ich zeige euch hier, wie man es macht oder auch nicht. Okay, das wurde gemeint mit den Hitboxen. Ja, es stimmt, es lässt sich... Vorher musste man wirklich genau auf den Rahmen zielen oder so. Oh, Forger hat also so viele, das ist gut. Jetzt haben wir es vor 22 Uhr sogar noch geschafft. Da benötigen wir eine Schaufel. Nehmen wir es mit. Jawohl. So, eine Steinschaufel. Wir brauchen Pflanzenfasern. Danke. Dann können wir die gleich mitnehmen, ne? Dann haben wir das auch gleich im Sack. Stimmt, ich muss ja schauen, wie lange nehme ich den schon auf. Ups, es wird schon eine Stunde. Tja, dann würde ich sagen, wir machen es. Also wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben ja oben auch noch welche. Habe ich jetzt total vergessen. Shit. Er hat sie um jetzt herum. Tatsache. Aua! Hat mir aber schon noch eine gewischt, das Luder. Wo? Ah! Servus! Ah. Ja, erledigt. Okay. Ah! Wir können zumachen. Das ist ja gut. So, das wird gleich mal getauscht. Da möchte ich wenigstens dann Sachen hier haben, die was Sinn machen, die ich auch verwenden kann, ne? Ob wir da bleiben, werden wir sehen. Ich glaube nicht, aber fürs erste Jahr würde ich sagen. Diese Truhe würde ich sogar lassen. Schade, dass man die Sachen nicht aufheben kann.
So, Handwerksfertig, für die elektrischen Handwerksfertigkeiten. Oh, schau, das ist gut. Verursache nachts mit Schleichangriffen 10% mehr Schaden. Ja, ich liebe es. Die Fertigung von Klingen auch sehr gut und von Bögen absolut brauchbar. Oh, mein Charakter hat Hunger. Genau, das war das. Medizinische Fertigkeiten. Okay, ich verstehe. Das ist zerbrochenes Glas. Braucht man nicht. Das zeigt mir. Wir müssten benutzen. Das Lagerfeuer. Würde ich sagen. Die Bücher haben wir auch noch und die Punkte möchte ich noch mit euch vergeben und dann würde ich mich verabschieden. Jawohl. So. Ja, dann nimm's halt. Also ja, ich lasse das nicht. Doch, ich lasse das. Dann gehen wir hier. Na, weg damit. So groß ist die Kiste nicht. Weg damit. Und auch diese. Wir können uns eigene Kisten machen. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Ich cutte kurz. Oh, jetzt haben wir die Kiste gleich. Ich musste sogar das auch noch rausräumen. Ich musste sogar die Axt reparieren. Ich baue das jetzt ab und melde mich gleich wieder. Oder? Ich habe jetzt das alles abgebaut, habe nebenbei noch das Lagerfeuer gecraftet, hierher gesetzt auf das Loch. Ich habe das Waschbecken rausgenommen und ein Loch ist da, ne? Man sieht es. Aber ich denke, man kann das übermalen mit einer Textur. Aber egal, mal schauen, ich hoffe, das bricht da nicht ein, aber ich denke nicht. Licht haben wir herinnen, wir können die Fackeln von mir aus. Anbringen. Nee. Aber wir haben da sogar Licht. Das ist ja mal was schön. Den Schlafsack können wir ruhig da lassen, oder? Na, eigentlich ja. Wir brauchen ihn oben nicht. So, und somit haben wir Licht auch. Ich denke, das genügt. Ich habe Standardhelligkeit. Würde ich sagen, Standard, ja. Kann man die reparieren? Ja, mit Eisenbahnen, die wir noch nicht haben. Auch die sind alle schon ziemlich im Eimer. Und die untere Leiter, Marina, wir müssen die untere Leiter wegschlagen. Die Kisten, ich werde die jetzt mal daher platzieren. Okay, das geht sich nicht aus. Dann so. Da mir, ich würde sagen, machen wir da die Medizin rein. Wir werden dann sehen, was überwiegt, Medizin oder Getränke. Machen wir das da rein, von mir aus. Im Lager. Wir brauchen einen Kochtopf. Wir haben keinen Kochtopf.
Okay, aber das alles dann im nächsten Video, würde ich sagen. Und im nächsten Video machen wir auch die Punktevergabe. Gut, dann würde ich sagen, einen recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Es ist ein Stundenvideo geworden, eine Stunde. Und gefallen, liken und abonnieren bitte nicht vergessen und dem es nicht schnell genug gehen kann, die Glocke aktivieren. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.